Hallo, heute zeige ich euch, oder heute zeige ich euch ein neues Problem. Keine Schädlinge, also doch Schädlinge, aber keine Blattläuse. Diese Blätter sind gesund. Ja, manchmal. Warte mal. Okay, sind gerade keine drin, aber bei den Pflanzen, hier habe ich versucht, Moos zu anwachsen zu lassen. Ich denke, das klappt. Und bei dieser grünen Lilie hier, die auch Ableger ausbildet, nachdem ich sie in einen größeren Topf gemacht habe. Hier sieht man den Stängel. Hier auch noch ein. Ja, und bei denen kann man es hoffentlich sehen. Also man sieht es nicht, aber da drin sind kleine schwarze Fliegen, Trauermücken. Und jetzt ist aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie man die los wird. Und da brauche ich eure Hilfe. Und es wäre ganz nett, wenn ihr mir antworten würdet, weil ich möchte die Pflanzen halt nicht verlieren. Und sie sind praktisch in jeder Pflanze, sowohl draußen als auch drin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir irgendwie weiterhelft. Ihr könnt auch irgendwie ein Produkt aufschreiben, das dagegen hilft oder sowas. Oder sagen, wo man es kriegt. Oder wo ihr es bekommen habt. Es würde mir helfen. Denn ich möchte ja meine Pflanzen nicht verlieren. Danke schon mal im Voraus.